Jo Leute, der Chris wieder am Start. Wolfenstein 2 geht weiter. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum. Okay. Sammeln wir erst nochmal alles ein, was hier so rumliegt. Okay, da ist einer. Hey, Servus! Alter, was waren das? Da hinten ist er. Mein Gott, sag mal, was frisst du denn an Kugeln? Hopp weg. Ja, da hat der Chris wieder zu viel gewollt. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Moin. Und. So. Okay, mehr. Hin. Kann ich die schon nehmen? Ja. Okay. So, da oben ist noch einer. Jetzt dürfte es aber hier unten doch alles frei sein, oder? Komm, wir probieren es jetzt mal. Da ist einer.
So, wo müssen wir jetzt lang, Leute? Zur Hinweiter? Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Glaube ich besser. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Da oben hin oder was? Aufladen. So, jetzt werde ich wohl. Nee. Quatsch. Nein. Das wollte ich haben. Laserkraft. Okay. Ist das jetzt offen? Anklopfen. Ah! Okay, Level verlassen. Alles klar, hier liegt nichts mehr. Nö. Gut. Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt. Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig, aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich ess besser was, bevor ich umkippe. Oh. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Also, Max, es wird Zeit. Hey, Max, guck nicht so. Max liebt seine Wachsmalstifte. Aber so ist es nun mal. Schweine sterben, damit Menschen was zu essen haben. Und wir haben kein Futter mehr. Ja, Alter, ich will auch ein paar geile Hackbällchen. Was ist hier los? Das nimmt er jetzt nicht, aber Hauptsache die Spiele auch mal aufziehen, ha? Eieieiei. So, Maxi, wo bist du denn? Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme,
bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Barrett? Wow. Schlimm, was mit Caroline passiert ist. Ist ja mega. Die lassen sich's mal richtig gut gehen hier, oder? Nicht so wie der garstige alte Schotte. Hey. Fergus kann nett sein, wenn er will. Wenn er zum Beispiel Leute anbrüllt, die helfen wollen. Oder sie vor allen anfährt. Natürlich hat er auch oft recht. Aber muss er immer so gemein sein? Auf Wiedersehen. Zu mir ist er immer sehr nett. Die Stimme sagt, sie haben große Warum Schmerzen. Wohl? Hat Fergus vielleicht ein Auge auf unsere süße Maria geworfen? Mhm. Oh, oh nein. Nein. Wow, bestimmt. Diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Als wäre ich wirklich im Spiel. We are. Geile Oder Sache. Hast du ja eine Schwäche für ihn? Ach, Quatsch, hab ich nicht. Wie du meinst, meine Liebe. Aber sag mal, warum wirst du auf einmal so hoch? Diese Leute. Nostalgie, Leute. Geil ist das denn, ey. Luft aus. Das im Zeitalter von 4K und HDR. Ich breche ins Essen. Geile Sache, ey. Mach die Tür auf, Mensch. Ja, ich habe ja auch einige Retro-Konsolen zu Hause hier stehen und manchmal, wenn du halt wirklich so ein altes Ding reinhaust, es macht halt immer noch megamäßig Spaß, ja. So. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt so langsam ein bisschen genug. Ja. Gut. Töten oder getötet werden, Monsieur. Wenn ich Sie sehe. Oh Gott. Was ist das denn? Ich kann nicht. Nein, Mister. Was? Erdnussbutter? Hola. Hola. Erdnussbutter. So, warte mal. Wo ist denn der Freak? Ja, wo ist er denn? Alter, was jetzt? Sag mir nur nicht, dass das... Okay. Okay, also da muss ich hin, oder was? Aha. Ja, wie kann ich das jetzt markieren? Wartet mal. Okay, wir gehen mal zurück. Warte mal. War das hier jetzt oder was? Ja, gehen wir da jetzt mal durch. Da gehen wir durch. Stopp. Wir gehen jetzt mal hier. Hier. Ja, wir kommen doch schon in die Nähe. Sieht doch gut aus. Ja, aber da oben waren wir doch. Ein schönes Zuhause für uns, Caroline. Ja. Sie lagen immer richtig. So, jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Oder? Gehen einfach mal hier hoch, hier durch, oder was? Da war doch schon gerade was. Da. In traurigen Zeiten. Bei mir ist das schön. Nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist der Körper eines toten Kopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siam-Katze Shoshana. Schauen Sie, der Riese wird dir nichts tun, er ist ein guter Junge.
Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten. Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blaskovic. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla. Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein. Nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Jeder trauert auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anja mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig. Aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus. Mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schau's mir an. Das weiß ich sehr zu schätzen. So, Drohne zerstören. Was ist das hier? Okay. Halt. Ja. So, Shooting Range, Armor Depot. Ja. Spielen, was? Was du übst, um deine Waffen zu verbessern? Erweitertes Magazin, Schalldämpfer, ja, mega. Sturmgewehr, was können wir da machen? Scharfschützenzielfernrohr, panzerbrechend und das Doppelmagazin. Schalldämpfer und für die Laser, fürs Laserkraftwerk auch ein Zielfernrohr, Batterieverbesserung. Gut, ich tue ja überwiegend ja, mit dem Sturmgewehr spielen. Also, ja, okay, lassen wir das erstmal. Okay, so, jetzt müssen wir hier fangen die Drohne spielen oder was? Hä? Komm, wo bist denn? Aber Leute, da haben sie was beigedacht hier, das war eine Erkältung. Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Gut. Hallo, Captain. Nicht aufgeben. Nein. Es gibt noch viel zu tun. Weiß. Okay. Da sind Sie, Herr Riese. Wie war meine Schießanlage? Hammergeil. Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben es einfach drauf. Herr Blaskovic, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Kennen Sie die Käfer, Herr Seth?
Ja, wie bitte? Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Ah, erstmal ein Stück Schokolade. Ja? So, das ist okay. Doch nicht schlecht, oder? So, wo ist denn jetzt hier Anja? In welchem Zimmer ist sie? Wo war das? Boah. Ah, da unten. Sag mal, kann ich den Scheiß nicht markieren? Schließen, Reiter wechseln, Infos anzeigen, Legende, Spieler markieren. Markieren? Ja, da geht's nur zu mir wieder, ja. Schwenken? Nö. Ah, da müssen wir halt gucken, ja. Nein, ist nicht schlecht. Hier? Oder da? Ja. Hier? Ja. Sieht doch gut aus. Hier die Treppe hoch. Alter, wo ist die denn jetzt hin? Hier war doch das Zeichen, ey, verdammte Hacke. Ist die unter mir oder was? Ist die über mir? Das war doch hier. Naja, warte, ich muss mal hier runter. Rene Engel, 56, 29 Dienstjahre. Keiner. Okay. Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Der wütende Schatte, glaube ich. Halt. Doch nur als eine Übergangslösung? Da hinten schnupft sie rum, ey. Mein Gott. So. Was los mit dir? Hä? Ja, was denn? Daymate, Vic Medi-Night. Was geht mit der Abschnecke? Ah, nee, ich weiß, du weinst. Du weinst. Okay, Achtung. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Kannst du für mich mal nach Fergus sehen? Er ist nach der Operation wieder auf den Beinen und sollte mir Nitroglycerin aus dem Munitionslager holen, ist aber noch nicht zurück. Such ihn dort, neben der Schießanlage. Wir... müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York... Okay, wieder da hoch. Alles klar. Halt. Halt. Wie soll ich ihr beibringen, dass ich Ihnen bald folge, Carolina? Dass sie zusehen muss, wie...
verdammter Ernst? Ich dahin sicher. Aber vielleicht weiß sie es ja schon. So wie ich. Gehen wir da wieder runter. Zurück, rechts, hier hinter. Und da ist es. Alles klar, Fergus? Wie geht's dem Arm? Bitte. Bitte helfen Sie mir. Was ist mit Ihrem Gesicht? Ich glaube, das Teil will mich umbringen, Blasco. Sind Sie schon mal brutal von Ihrer Armprothese geweckt worden, die Ihnen das Auge ausstechen wollte? Musste sie ausschalten. Ist das normal? Was sagt Z dazu? Irgendwas von Lernkurve und so einem Scheiß. Dass ich lernen muss, ihr zu vertrauen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, sie in nächster Zeit beim Pissen zu benutzen. Vielleicht ist es wie bei der Ausbildung eines Jagdhunds. Wenn Sie Schwäche zeigen, schlägt sie zu. Zeigen Sie dem Ding, wo es lang geht. Gut, gut. Halten Sie sich bereit und greifen Sie ein, falls es so aussieht, dass ich gleich draufgehe. Also, dann mal los. Ja, genau so. Gut gemacht, ey. Ah, ah, verdammt, du scheiß Verräter, aufhören! Sofort aufhören! Okay, alles in Ordnung. Ganz ruhig. Geht doch. So ist's gut. Ist denn alles in Ordnung, Commander? Oh ja. Ja, alles unter Kontrolle. Mir geht's gut. Okay. Zentrale in 5. Ich habe Carolines Notizen gelesen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Seth, ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Auf jeden Fall. Gut. Wir können aber nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern dorthin fliegen, sonst schießen sie uns ab. Können wir nicht Kontakt aufnehmen, damit sie wissen, dass wir in Frieden kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Verdammt. Dann müssen wir ihnen wohl zu Fuß begegnen. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Ja, Anja, gut. Hier, diese Rüstung schützt vor Radioaktivität. Packen Sie es an, Blasco. Oder sind Sie zu schwach und nutzlos geworden? Ich wollte schon immer zum Big Apple. Wunderbar. Bombarde, bringen Sie ihn hin. Kein Problem, Wing Commander. Kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht. Können Sie? 5 Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung. Ich bin aus Texas. Großer Gott. Jo, Leute, das soll's mal wieder gewesen sein. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns ein bei den nächsten Folgen. Und hier bricht alles gerade zusammen. Ja, okay, macht's gut. Frauen, Kinder, ihr schreit nicht mehr. Jo. Aber ich höre euch dennoch.